Doppellaute. Momo und Paul sind in einem Wald voller Statuen. Welche Tierstatuen können sie dort entdecken? Hier steht eine Eule. Und hier ein Schwein. Von diesen Tieren haben Momo und Paul noch nie gehört. Könnten das vielleicht magische Tiere sein? Schauen wir uns diese besonderen Statuen mal genauer an. Was ist denn eine Eule? Ach so, eine Eule. Und ein Schwein ist? Ein Schwein. Also doch ganz normale Tiere. Schade. Du weißt vielleicht schon, dass es verschiedene Arten von Buchstaben gibt. Erinnerst du dich noch, wie man A, E, I, O und U nennt? Das sind Selbstlaute, auch Vokale genannt. Und die anderen Buchstaben heißen Mitlaute oder auch Konsonanten. Außerdem gibt es noch Umlaute. Das sind Ä, Ö und Ü. Aber warum sagt man denn jetzt Eule und nicht Eule? Bei Eule hängen zwei Buchstaben fest zusammen und können beim Sprechen nicht getrennt werden. Das E und das U. Gemeinsam bilden sie einen Doppellaut. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.